geht nach unten. Oder weiter geradeaus. Ja, doch gesagt, die Schienen hören einfach auf. Das hätte ich mit Brief und Siegel sagen können. Ich nehme es auch ohne Brief und nur Siegel. Ja, müssen wir jetzt runter oder müssen wir geradeaus weiter? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir probieren es erstmal geradeaus. Ist da kein Schild? Und hier hinten gibt's auch ein Loch und Ratten. Explosionspulver. Lu, hast du das schon? Habe ich schon. Ich verwende es schon die ganze Zeit. Warum? Weil der Zauber gut ist und weil der Flächenschaden macht. Das ist die Bombe. Ja. Aber hier geht's ja auch nach unten. Ich hol mal den Aufzug. Oder nicht? Nee. Da geht's nach oben, ja. Ich würde sagen, wir bringen das hier. Jetzt hat er den schon. Bogen habe ich schon. Ey, ihr Spasten! Ich hab den nicht gedrückt. Oh! Den Gegner, der lila leuchtet. Den Ring könnte ich sowieso nur am meisten gebrauchen, also. Ey, jetzt holt er sich den Gegner weg. Hier unten, der klaut mir den Gegner. Ja, er ist schon tot. Wir haben blauen Streitfolgen gegeben. Mit Stärke 14. Oh, das ist doch unfair. Das war mein Gegner. Na, hast du den aufgenommen? Den Streitfolgen? Ja, habe ich hier. Da liegt er. Ich glaube, ich kann den noch am meisten gebrauchen. Ihr Nutzlosen. Ich weiß gar nicht, warum den Ring konnte ich sowieso am meisten gebrauchen, weil der mir NP gibt. Behauptet der. Wie viel PS mittlerweile? Wow, 147. Hast dich echt gemausert. Du hast 4 MP, wie ich Mana habe. Das ist eine Logik, die verstehe ich nicht ganz. Nee, ich auch nicht jetzt gerade. Du hast so viel MP, wie ich Mana habe. Pass auf, ich hab da was. Hey. Es hat gebebt. Ja, weil ich dann fast in der Luft gehe. Oh, Sakuro. Warte, ich habe eine Wiederbelebungsschriftrolle. Kann ich die benutzen? Auf ja, die muss aber einen Zauberbuch essen. Idiot, du jagst es in die Luft und ich stehe daneben. Hör auf zu schießen, beleb mich wieder. Oh, du Vollspast. Jetzt beleb mich endlich wieder. Ja, Gott. Keine Hektik. Ich hab dich zwar umgebracht, aber keine Hektik. Ja, aber guck mal, ich habe die Gegner, die da drin war, auch umgebracht. Beschädigt. Du hast die Gegner beschädigt. Lederstiefel, oh Mann. Ich wollte die Lederstiefel. Was hast du jetzt davon? Jetzt krieg ich mir einfach Lederstiefel. Fügt 2 Punkte für einen Fernkampf hinzu. Das sind meine dafür. Hey, du hast mich umgebracht. Aber ich habe dich auch wiederbelebt. Also gib her. Oh, jetzt habe ich es angezogen. Gib sie mir, du Arsch. Wollte ich mir vorhin kaufen, aber... Bringt mich der Arsch einfach um? Ich krieg die Hilfe. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Was ein ist Golem. Ui, lustig. Der macht aber viele Steine. Guck mal, wie viel Leben der hat. 105. Und... Da Schlagende Lederstiefel. Die werden wahrscheinlich für den Krieger sein. Für unseren Tank. Erfordert Stärke 18 und verbessert meine Naturzauberfähigkeiten auf 1. Wir sehen hier, ich nehme eine Wiederbelebungsschriftrolle. Ja, da kann ich ab da Naturzauber benutzen. Ist doch klasse. Cool, dann haben wir einen Naturzauberer. Ein Zauberer. Erhöht sich meine Skills wieder. Also du hast gesagt, einfach den Gleisen folgen, ja? Ja, welchen denn? Ja, die vorhanden sind, yay. Der ist schon bei 8, ich krieg ne Macke. Ach, was, ich bin schon bei 8? Ich. Nee, den seine scheiß Kampfzauber sind schon bei 8. Dass ich nicht Uhr tragen kann. Ich bin gerade mal bei... Grenze ist sofort auf 15. Oh, du Cheater, ey. Ja, weil der alles und jeden tötet. Ja. Und mein Wasserspeier macht mit. Das ist voll unfair, sein Viech. Guck mal, da ist ein NPC. Das heißt, wir sind in Christwind. Wir haben es geschafft. Guck, ich hab den Weg gefunden.
Ja, wir sind endlich fertig. Ich könnte es schwören, dass... Das ist der Wächter da vorne, den wir ansprechen müssen. Nee, würde ich jetzt nicht sagen, warte mal. Der Wächter... Ich war doch klar, Christend ist doch die Minenstand. Das hier. Das reicht. Ach, schon, wir haben schon erfüllt jetzt. Hier da vorne, ich habe hier die Quest abgegeben. Wir haben einen Questlog. Gib dem Wach in Christend den Hammer. Schließen. Habe ich doch eben gemacht. Ach so, wie mache ich das einfach den? Nö, ist schon weg mein Hammer. Das heißt, der muss den schon haben. Ich hab mir mal das Gold geklaut, gell? Sicher? Das war eigentlich ich, der sich das Gold gekrallt hat. Gold geklaut. Und ich hab jetzt 674. Scheiße, ich hab mit der geredet und wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Diamantruhe. Ah nee, Diamantrune. Ja, und die eine Quest haben wir jetzt auch endlich fertig. Bei mir wird sie noch nicht. Doch, die ist schwarz. Die müsste jetzt schwarz sein. Ach so, ja, die ist schwarz. Ja, okay. Such die Diamantruhe in den Ruinen. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt Schluss, oder? Ja, würde ich auch sagen. Weil wir haben zwar diesmal nicht ganz so viel geschafft und gemacht, aber ich würde sagen, ja. Okay, wir haben heute eine Menge aufgenommen. Ein bisschen. Ganz jetzt bisschen. Hast du den Leuten verraten, dass wir alles an ein Stück aufgenommen haben. Nee. Das hast du jetzt gesagt. Ich hätte ja auch ganz einfach sagen können, wir haben nur zwei Folgen gemacht. Ja. Gut, wir sind ehrlich. Du hast mich jetzt verraten. Wir sind ehrlich mit den Leuten, ja? Ja, okay. So, paar Abschiedsworte. Ja, also, wir haben endlich unseren dreckigen ersten, Betonung auf ersten Quest erledigt. Ein Bosskampf und eine Menge neue Ausrüstung und ich bin Level 8. Ja, sehr schönes Spiel bisher. Auch wenn ziemlich lang die Dungeon, aber was hat man erwartet von einem Dungeon-Spiel? Das war's soweit von mir jetzt. Genau. Und für alle Zuschauer geht's sowieso gleich weiter mit den nächsten Folgen. Haha. Also. Wir sehen uns erst morgen. Ja, morgen. Tschüss. Tschüss.